Wir stehen hier am Haus im Moor vor dem Goldenstädter Moor im Herbst. Ein wunderschöner Sommer hat uns das ganze Jahr über begleitet, der für unsere Gäste traumhaft schön war, aber wenn Sie hier mal schauen, unser Moor nicht unbedingt richtig gut getan hat. Denn es ist in diesem Sommer so trocken gewesen, dass die Flächen, die hier hinter mir sind, komplett ausgetrocknet sind. Eine Situation, die es in den 25 Jahren, die ich hier schon vor Ort bin, noch nicht gegeben hat. Diese Flächen sind noch nie trocken gefallen. Wie das Moor jetzt auf diese Trockenheit reagiert, das können wir im Moment noch gar nicht sagen. Wir wissen nur, dass es sowohl der Pflanzen- als auch der Tierwelt nicht gut tun wird. Viele der Tiere, die halt als Larven, das betrifft beispielsweise viele Fliegensorten oder auch die Libellen, die hier im Wasser leben über mehrere Jahre, dort ist die Brut kaputt gegangen. Und was im nächsten Jahr dann an Brut da sein wird, wissen wir noch gar nicht. Es wird definitiv ganz eingeschränkt sein. Und die Natur wird hier erstmal ums Überleben kämpfen müssen wieder. Wir können nur hoffen, auch wenn ich unseren herbstlichen Besuchern nicht gönne, dass es in der nächsten Zeit ganz tüchtig regnet und vielleicht am besten den ganzen Winter durch, damit das Moor sich von diesem Sommer ein bisschen erholen kann.